Die DHV-News vom 9. Dezember 2016. Medizingesetz verschoben. Düsseldorf, Tagung zu Cannabis-Modellprojekt. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Wenn ihr jetzt schön aufpasst und nicht zu viel dazwischen quatscht, können wir heute ein bisschen früher Schluss machen. Die Themen sind relativ schlank heute. Ich fange mit dem Wichtigsten an, das Medizingesetz. Die Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag, wie geplant war, wurde verschoben. Die letzte Sitzung des Bundestages dieses Jahr findet am 15. Dezember statt. Und da hat die Bundesregierung das Thema von der Tagesordnung genommen. Frank Tempel, der drogenpolitische Sprecher der linken Fraktion, hat dazu eine Pressemitteilung gemacht und macht sich Sorgen, dass das jetzt zu einer erheblichen Verzögerung führt. Für Patienten sicherlich keine schöne Nachricht. Wer da ein bisschen Druck machen will, kann sich ja mal im Gesundheitsministerium beschweren. Jedenfalls wäre sowieso das Inkrafttreten des Gesetzes nicht unmittelbar nach dem Beschluss im Bundestag, sondern erst nachdem es durch den Bundesrat gegangen ist. Und der tagt sowieso erst Anfang Februar wieder. Insofern, wenn jetzt das Gesetz in der ersten Januar-Sitzung des Bundestages beraten wird, dann kann der Zeitplan noch eingehalten werden und das Gesetz dann noch im Februar in Kraft treten. Wir sind gespannt. Die Frage ist, warum wurde das jetzt verschoben? Es gab vor kurzem nochmal eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Die haben gefordert, dass die Cannabismedizin mehr Richtung Fertigarzneimittel verschoben wird und die Blüten nur als letzte Lösung sozusagen angeboten werden. Und es gab auch noch andere Stellungnahmen von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin zum Beispiel, die auch der DHV unterstützt. Da werden gewisse Forderungen in die liberalere Richtung, Verbesserungsvorschläge gemacht. Welche dieser Impulse jetzt dafür verantwortlich sind, dass die Bundesregierung noch da in dem Gesetz rumschraubt, ob es noch leichte Verbesserungen oder leichte Verschlechterungen geben wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir sind gespannt und hoffen, dass sich das Ganze nicht zu sehr verzögert. In Düsseldorf hat die Tagung stattgefunden zum Thema Cannabis-Modellprojekt, die lang geplante. Der Beschluss in Düsseldorf ist ja schon lange her, wo gesagt wurde, Düsseldorf will ein Modellprojekt machen. Jetzt gab es diese Tagung. Es gab durchaus auch unterschiedliche Stimmen, durchaus auch kritische Leute, die sagen, ja, Cannabis ist doch gefährlich, da kann man doch solche Experimente nicht wagen. Aber die Leute, die vor Ort waren, auch vom Handverband, Kollege Florian Rister war dabei und kommt mit dem Eindruck zurück, die meinen das wirklich ernst in Düsseldorf und er geht fest davon aus, dass die Stadt das Projekt weiter verfolgen wird. Übrigens waren auch einige der Ortsgruppenleute aus Düsseldorf in den Medien zu dem Thema, wurden vom WDR interviewt. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Der DHV kommt auch in den Regionen in der Presse an, hat mich sehr gefreut. Und ja, dann kommt jetzt bald die nächste Tagung zu dem Thema in Münster. Auch da sind wir gespannt, wie die Diskussion verläuft. Jedenfalls war das keine Sitzung, wo es nur darum ging, das Thema zu zerreden und am Ende zu begraben, wie wir das zum Beispiel in Hamburg gesehen haben. Ich hatte berichtet, dass in der Schweiz diese Planungen für kommunale Cannabis-Abgabe-Modellprojekte schon ein bisschen weiter sind. Und da auch schon aufgerufen wurde, dass Konsumenten sich melden sollen, die Lust haben, an diesem Projekt teilzunehmen. Und jetzt wird gemeldet, dass in der Stadt Bern sich schon 500 Leute gemeldet haben, die gerne an dem Projekt teilnehmen würden als Konsumenten. Also die haben sogar schon die Leute beisammen, die sie da letztendlich wissenschaftlich beobachten wollen sozusagen und können ein sehr weit fortgeschrittenes Projekt ihrem Gesundheitsministerium zur Genehmigung vorlegen. Die DHV-Weihnachtsspendenkampagne ist angelaufen, hat jetzt bald die erste Woche auf dem Buckel und es haben sich bis Mittwoch etwa 80 Leute beteiligt. Der erste kleinere Tausendebetrag ist schon beisammen, zusammengekommen. Vielen Dank an der Stelle an alle, die schon mitgemacht haben. Und nochmal der Aufruf, macht alle mit. Es wäre sehr schön, wenn sich wirklich sehr viele Leute daran beteiligen würden, einmal im Jahr, aus welchem Grund auch immer, wenn ihr einfach nur sagt, uns hat die DHV-Arbeit in 2017 gefallen, ich lasse euch mal 5 Euro da oder so. Oder einfach nur, ich schaue regelmäßig die News, die gibt es auch nicht umsonst, da stecken wir auch Arbeit rein, da kriegt ihr halt dafür was. Ihr sollt nächstes Jahr noch bessere Arbeit machen, noch mehr schaffen, dann lasst uns ein bisschen Geld da.
Wir werden euch weiter nerven damit während der Weihnachtszeit bis zum 15.01. Den Rest des Jahres lassen wir euch damit wieder einigermaßen in Ruhe. Aber einmal im Jahr, um Weihnachten rum, müssen wir euch ein bisschen bedrängen und sagen, helft uns, nur so ist unsere Arbeit überhaupt möglich. Ich hoffe, ich kann dann in den nächsten Wochen noch schöne neue Zahlen dazu verkünden. Dann kommen wir zu den Terminen in Kiel. Am Freitagabend, kurz nach Veröffentlichung dieses Videos, der Verein Me & Hemp veranstaltet eine Infoveranstaltung mit Diskussionen und so weiter am Freitag, 9. Dezember, 19 Uhr in Kiel. Dann haben wir dreimal Mannheim, unsere Ortsgruppe Rhein-Neckar ist irre aktiv da unten. Zwei Infotische am Samstag, den 10. Dezember und am Samstag, den 17. Dezember. Und dann gibt es noch einen Stammtisch der Ortsgruppe am Montag, den 19. Dezember, alles in Mannheim. Die Infos dazu wie immer unter dem Video. Besagte Fachtagung in Münster steht an zum Thema Cannabis-Modellprojekte, Dienstag, 13. Dezember. Und in Berlin findet mal wieder so ein komischer Infoabend zu dieser komischen Kampagne Zu breit statt, die offizielle Präventionskampagne der Stadt Berlin, die wir hier schon mehrfach besprochen haben. Ihr könnt ja auch da mal vorbeischauen, was die den Eltern, den Besorgten da so an Dingen über Cannabis erzählen. Abonniert den Kanal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Unsere traditionelle Weihnachtsspendenaktion läuft wieder. Wie jedes Jahr rufen wir euch auf, euch an der Arbeit, an unserer Arbeit für die Legalisierung von Cannabis zu beteiligen, uns zu unterstützen, damit wir mehr machen können, damit wir schneller vorankommen, damit wir endlich das langersehnte Ziel erreichen.